Kommen Sie zusammen, vernetzen Sie sich. Der Deutsche Bundesverband Mittelständische Wirtschaft veranstaltete am Mittwoch gemeinsam mit der Deutschen Telekom mehrere Themenforen und praxisnahe Vorträge unter dem Titel Antrieb Mittelstand. Das Event im Kongresscenter Leipzig ist Teil einer Reihe, die zur Wissensplattform Mittelstand die Macher gehört. Mit 6 Schritten zum Erfolg, das ist unser Tenor, weshalb wir heute hier in Leipzig sind. Wir haben das Thema Mittelstand, Digitalisierung, was ist zu tun, um ein mittelständisches oder kleines Unternehmen erfolgreich ins Internet zu platzieren, gefunden zu werden. Allerdings aber auch, welche IT-Technologie muss ich eigentlich in meiner Firma, in meinem Betrieb, in meinem Geschäft investieren, um Erfolg zu haben. Die Themen der Vorträge reichten von der professionellen E-Mail und Webseite über Datensicherheit bis hin zu Onlinehandel und Suchmaschinenoptimierung. Wenn man sich mal mit offenen Augen umschaut, dann stellt man fest, die Menschen laufen quasi nur noch mit ihren Smartphones oder Tablets durch die Gegend und holen sich alle Informationen aus dem Netz. Also bietet sich also an, dass ich mir auch Kaufoptionen aus dem Netz hole. Umso erschreckender ist eigentlich, dass rund ein Drittel, jetzt nicht auf 1%-Zahl genau, nicht einmal eine Homepage hat. Also ich rede nicht über Social-Media-Aktivitäten, die heute auch für jeden sehr wichtig sind, sondern eine Nicht-Existenz einer Homepage. Die Organisatoren touren bereits seit 2 Jahren mit ihrer Mission durch ganz Deutschland und konnten so bei ihren Premium-Events bereits mehr als 6.000 Mittelständler für das Thema Digitalisierung begeistern. Der Mittelstand ist ja in Deutschland per se bekannt für das Thema Made in Germany, für das Thema Wachstumsmotor, national, international. Und der Mittelstand ist uns auch wichtig als Telekom, weil wir natürlich sehen, dass neben dem Thema Elektrotechnik und Maschinenbau, gerade auch im Bereich IT und Cloud-Services, der Mittelstand aktuell ein bisschen Nachholbedarf hat im internationalen Wettbewerb, weil da nämlich viele neue moderne Technologien zum Thema Zusammenarbeit, zum Thema Cloud-Services, IT-Outsourcing eben noch nicht ansatzweise oder ausreichend im Mittelstand genutzt werden. Deswegen haben wir eine große Mittelstandsoffensive gestartet, mit der wir die gesamten hochprofessionellen Lösungen rund um das Thema IT und Cloud-Services eben auch den Mittelstand zugänglich machen wollen, einfach und auch bezahlbar. Nach München, Bonn und Leipzig wird die nächste Station der Eventreihe am 24. Juli Darmstadt sein.